Hallo und herzlich willkommen bei Rund um Rohstoffe mit einem Blick auf Erdöl. Die Erdölpreise sind am Montag um 5% auf den Tiefstwert seit Januar nach der weiteren Schwächung der Fabrikaktivität in China eingebrochen. Steven Brannock, Erdölanalyst bei PWM, weiß mehr. Steven, Erdöl erreichte ein 6-Monats-Tief auf dem Hintergrund des zunehmenden Überangebots und schleppender Nachfrage aus China. Crude ist auf dem Weg zum schwächsten Quartal. Quartalsergebnis seit Finanzkrise 2008. Der Iran-Deal befindet sich im Endstadium und bereitet die Märkte auf eine weitere Brennstoffflut vor. Also welche Richtung geht es jetzt mit dem Ölpreis? Mit einem Wort abwärts. Im weiteren Jahresverlauf rechnen wir mit Verlusten im Hinblick auf erhebliches Nachfrage-Angebot-Ungleichgewicht mit einem Überschuss von bis 2 Millionen Barrel pro Tag. Die bärischen Lieferdaten für Erdöl werden durch bärische Nachfrage aus China verstärkt, wo sich das Wachstum verlangsamt, was die weltweite Nachfrage in diesem und im nächsten Jahr reduzieren wird. Was kann das potenzielle Erdölüberangebot für andere Märkte bedeuten? Offensichtlich werden auch andere Commodity-Märkte, vor allem Metallmärkte, im Hinblick auf die Verlangsamung in China auch sinken und unter dem gleichen Druck wie der Erdölmarkt leiden. Rohstoffwährungen werden auch unter Druck bleiben. Die von Erdöl abhängigen russischer Rubel und kanadischer Dollar werden gegenüber dem US-Dollar am Wert verlieren. Mit einem Blick in die Zukunft, wo sehen Sie den Ölpreis am Jahresende liegen? Wie wird er dorthin gelangen? Sobald die iranischen Ölbarrel auf dem Weltmarkt erscheinen, was wir bereits im ersten Quartal nächsten Jahres erwarten, werden die Petroleumprodukte einen großen Schub weltweit bekommen. Wir erwarten eine schrittweise abwärtige Progression bis in die tiefen 40er Dollarwerte für Barrel am Jahresende. Und dann erwarten wir einen weiteren Wertverlust, sodass der Ölmarkt sich auf einen Schrumpf einstellen müsste. Hört man da nur düstere Nachrichten? Gibt es etwa auch Lichtblicke am Horizont? Nicht für ölproduzierende Länder. Für Verbraucher ist eine gute Nachricht, niedrige Preise an den Tankstellen. Die Regierungen von ölkonsumierenden Ländern nutzen die Gelegenheit, Substitute zu beseitigen und potenziell Brennstoffsteuern bei niedrigen Preisen zu erhöhen. Es steht doch klar, dass wir vor einem langen Zeitraum niedriger Erdölpreise stehen. Der eine verliert dabei, der andere gewinnt. Das war's von Steven Brannock und mir. Bleiben Sie mit Dukas Kuppe TV. Auf Wiedersehen.